Mein Name ist Bernd Euschen. Ich bin der Geschäftsführer der Verzinkerei Sulz GmbH. Wir gehören zur Lichtgittergruppe mit Hauptsitz in Stadtlohn, Münsterland. Und wir haben den Standort hier in Baden-Württemberg, der einzige in Süddeutschland. Ich persönlich kenne keine Verzinkerei in Deutschland, die eine Schweißzelle hat. Wir haben Kunden, die sehr viel Produkte uns geben zum Verzinken. Und da ist uns aufgefallen, dass diese Produkte eine Verschweißung haben. Da kamen die ersten Fragen auf, wo verschweißt ihr? Welche Anforderungen hat die Verschweißung? Und über diese Gespräche hat man festgestellt, dass wir diese Lohnschweißung eventuell auch leisten könnten, wenn wir einen Schweißroboter haben. Mein Name ist Christoph Welle, ich bin der Geschäftsführer von der Firma Kiwi Automations GmbH und Co. KG. Wir sind seit 2016 KUKA Systempartner und machen Automatisierungstechnik in alle Bereiche der industriellen Fertigung, vorzugsweise im industriellen Blechverarbeitungsbereich. Automatisierung und Robotik im Mittelstand kommen sehr gut an, weil es da extreme Notwendigkeit gibt. Einerseits nicht nur, um Prozesse schneller zu machen, effizienter, sicherer zu machen, sondern in neuester Zeit auch, um den gravierenden Facharbeitermangel was entgegenzusetzen. Die Firma Verzinkerei Sulz ist hier ein Paradebeispiel dazu, da man mit der kleinsten Schweißzelle angefangen hat, den Schritt in das automatisierte Schweißen zu gehen. Die Vorteile von dieser Schweißzelle sind, dass sie klein ist, sie ist kompakt, sie ist kostengünstig und so auch entsprechend für kleine Losgröße bestens geeignet und somit ein idealer Einstieg bietet für eine Firma, in die Automatisierung einzusteigen. Mein Name ist Christian Haas, ich arbeite bei der Firma Kiwi Automation in der Projektleitung. Ich bin zuständig auch für Inbetriebnahme, wie jetzt hier bei der Firma Sulz für die Schweißzelle. Die Firma Sulz hat sich für die Zelle entschieden mit dem Drehtisch. Der Werker legt von außen die Teile in die Maschine ein. Wenn er fertig ist mit Einlege und der Roboter innen drin fertig ist mit Schweiße, dreht er den Tisch ein. Die Teile werden automatisiert verschweißt. Nach Beendigung, wenn er die nächste Seite dann eingelegt hat, dreht er die Teile wieder raus und entnimmt die fertigen Teile. Wir haben KUKA als zuverlässiger, kompetenter Partner erlebt im Thema Automatisierung und aber auch im Thema Schweißqualifikation, diese Schweißaufgabe im Bereich Schweißprogrammierung, Optimierung, um hier auch entsprechende Lösungen dann anbieten zu können. Das Risiko für eine solche Schweißzelle, speziell auch für den Mittelstand, ist relativ niedrig, weil man kann ganz klar sagen, die Investitionskosten sind überschaubar. Aber die Möglichkeit, damit erste Schritte zu wagen, Know-how aufzubauen und erste gute Kundenaufträge an Land zu ziehen, ist recht hoch. Für uns als Anlagebauer ist dieses Projekt ein ideales Pilotprojekt, um auch für andere Firmen zu zeigen, dass der Einstieg in die Automatisierung nicht schwer sein muss, auch als kleiner Betrieb. Die Mitarbeiter nehmen diese Automatisierungslösung sehr positiv wahr, denn sie sehen zum einen, dass wir investieren, dass wir auch nicht nur ans Verzinken denken, sondern darüber hinaus zusätzliche Möglichkeiten suchen und finden, um Erfolge aufzubauen und mehr Umsatz zu machen und entsprechend auch dann in Diversität investieren. Industrial Intelligence.